So, jetzt würde ich mal anfangen mit dem, was wir heute machen. Schauen wir mal um auf die Folien. Und wie gesagt, alle Module sind optional. Sie können auch nur heute teilnehmen und sonst nichts anderes oder mehr, also was immer Sie wollen. Ich mache heute mal ein bisschen langsamer, weil ich glaube, also ich habe gestern die Session von Malte teilweise verfolgt und nachher angeguckt. Sie hat auch ein hohes Tempo. Ich hatte am Mittwoch auch ein hohes Tempo und habe gesagt, ich nehme heute mal ein bisschen Tempo raus und wir machen auch mal so eine Konsolidierung dann, sodass Sie im Prinzip jetzt eine Ahnung haben am Mittwoch, für die, die alles mitmachen, wie man gesamt so eine Veranstaltung aufbauen kann, dann gestern, wie Sie Studierende aktivieren können, zwischen Präsenzsitzungen und auch in Präsenzsitzungen und dann heute, wie Sie solche Webinare machen. Das schieben wir rein, weil viele wahrscheinlich Präsenzsitzungen ersetzen müssen oder ausfallen lassen und deshalb ist das, glaube ich, aktuell so ein großes Thema. Normalerweise, wenn wir kein Corona haben und ein ganz reguläres Semester, dann ist, glaube ich, das nicht so dringend, Webinare zu machen. Die finden an Präsenzhochschulen eher selten statt. Wenn dann eher in Veranstaltungen, wo man quasi mit internationalen Studierenden arbeitet, wo man Studierende vernetzt über Länder hinweg, aber so im Alltag von Hochschulen haben, glaube ich, Präsenzveranstaltungen, die online durchgeführt werden, spielen weniger eine große Rolle. In der Weiterbildung eher mal, berufsbegleitend weiter Studiengängen eher mal, aber ansonsten eher nicht so häufig. Aber jetzt mit Corona gibt es hier quasi einen Push drauf und Riesenbedarf, was man auch an den ganzen Technikdiskussionen sieht. Ja, vielleicht ein bisschen erstmal zu dem, was wir heute machen. Das Ziel dieser Sitzung ist, dass Sie einmal eine Idee haben, wie man so Veranstaltungen gestalten kann. Wir diskutieren dann auch gleich mal, was ist denn der Unterschied zur Präsenzveranstaltung. Ich gebe Ihnen ein bisschen Überblick über die technischen Möglichkeiten. Was wir nicht machen, ist, dass wir eine Technikschulung machen. Das schaffen wir heute nicht. Also weil Sie erstens verschiedene Tools nutzen werden und zweitens, weil Sie auch mit den Gruppen, wie viel haben wir jetzt, 363, werden wir nicht in jedes Technik-Tool reingucken können, Adobe Connect, und vielleicht nutzen Sie gar keinen Adobe Connect nachher. Und von daher werden wir also quasi keine technischen Schulungen hier machen, aber einen Überblick geben. Fokus ist Didaktik noch, was können Sie an Aktivierung machen? Da hat der Malte Perfect gestern viel gemacht und wir schauen heute noch mal ein paar Beispiele an. Letztendlich müssen Sie danach herausfinden, was kann ich technisch, welches Tool nutze ich, was kann das und was kann ich danach dann auch damit umsetzen, didaktisch. Und Ziel ist, wir fangen so an, dass wir erstmal wie eben, also die Inhalte der Sitzung, und dann schauen wir erstmal, was ist eigentlich anders in Präsenzsitzungen zu Online-Sitzungen. Und da gab es auch schon in dem Forum zum ersten Modul eine Frage, da habe ich schon ein bisschen drauf geantwortet, was ist eigentlich virtuelle Präsenz? Das Thema virtuelle Präsenz kam schon so in den Mitte der 90er, kam das erste Thema, da hat Nicole Döring dazu ein bisschen was geschrieben. Da gab es ganz viele Artikel dazu, wo es gar nicht um Bildung ging, sondern es ging auch, wie Menschen sich im Netz präsentieren, also auch was ist virtuelle Präsenz. Riesenthema ist das beim Computerspielen auch. Also das ist was, was wir oft gar nicht so auf dem Screen haben, aber da spielt es eine große Rolle, weil viele ja auch live spielen, also gleichzeitig synchron und dort dann einen Avatar haben mit in World of Warcraft und so weiter, also da mit einer Figur reingehen. Und da gibt es eine Menge Studien, wie viel Identität habe ich, welche Identität gebe ich mir und so weiter. Das haben wir im Bildungsbereich insofern, dass wenn ich jetzt hier mit so einem Bild reingehe, in der Videokonferenz, dann sehen Sie mich. Aber es gibt zum Beispiel auch Avatare in virtuellen Laboren. Da hatten wir letzte Session, wo man sich quasi auch einen Avatar dann anziehen kann. Fokus heute ist aber auch Videokonferenzen und Webinaren. Und am Ende diskutieren wir bitte Ihre Fragen und Anliegen. Ja, und ich würde Sie jetzt mal einladen. Wir machen eine kleine Umfrage, dass wir mal ein Gefühl dafür kriegen, was Ihre Vorerfahrungen sind. Das müssen Sie jetzt nicht im Chat machen. Ich mache gleich eine Umfrage. Ich will nur eins vorab sagen, was ich heute in der Sitzung mache, dass ich teilweise Methoden anwende und Ihnen auch sage, warum ich die tue. Das ist wie ein Regisseur, der quasi während ein Schauspiel läuft, mit auf der Bühne steht und dann sagt, die nächste Szene wird gespielt, weil. Und eine Sache, die ich jetzt mache, ist, dass ich Sie schon sehr, sehr früh anrege, sich aktiv zu beteiligen über die Umfragen. Wir gehen jetzt mal rein, dann können Sie mitmachen.
Ja, den Foliensatz gibt es übrigens in Moodle. Ich sehe gerade die Fragen, weil ich umgeschaltet habe. Und dass sie sehr früh aktiviert werden, was nicht so gut ist, das hatte ich auch Mittwoch gesagt, wenn Sie eine Sitzung haben wollen, wo die Teilnehmer sehr, sehr aktiv sind, dass Sie das erst nach einer halben Stunde quasi beginnen, sondern es ist gut, sehr früh schon so ein bisschen die Kultur, die Sie in Ihrer Session haben wollen, umzusetzen. Und das wäre eben durch eine frühe Aktivierung und auch Vorkenntnisse zum Beispiel aktivieren und einbringen zu lassen, Vorerfahrung, Interesse zu wecken. Da sage ich nachher ein bisschen was. Das sind Prinzipien, die wir generell für gute Lehre haben. Und die gelten umso mehr, wenn wir eine Online-Session machen. Wer dazu ein bisschen was geschrieben hat, und wir werden es auch noch verlinken, ist Shelly Zellman. Das ist eine Hochschullehrerin aus den USA und sie hat über Mediensozialisation geschrieben. Ein Buch heißt ETTs. Und da schreibt sie ein bisschen darüber, wie ich quasi Studierende sozialisiere, wie sie die Medien nutzen und welche Kultur ich habe und wie quasi, nicht wissenschaftlich ausgedrückt, der Hase läuft. Dasselbe haben sie eigentlich in Präsenzsitzungen und das gilt online genauso und manchmal noch viel mehr. Was praktisch manchmal passiert, dass Lehrende in dem Moment, wo sie eine Online-Session machen, so beschäftigt sind mit dem Neuen und den Tools, dass sie die ganzen Prinzipien, die auch für Präsenzlehre gelten, fast nicht mehr im Blick haben. Wenn sowas für Sie neu ist, dann ist gut, wenn Sie sich mit den ganzen Tools und den Möglichkeiten beschäftigen und dann, wenn das quasi bekannt ist, einen Schritt zurückgehen und nochmal die ganz grundlegenden didaktischen Prinzipien für Veranstaltungen nochmal dranlegen. Und das werden wir auch heute machen. Ja, so, jetzt gucke ich mir mal die Ergebnisse an. Also wir haben 206 Leute haben noch kein Webinar durchgeführt. Ja, das ist super, weil für Sie ist auch so eine Session wie heute gedacht. 65 ein bisschen und 27 schon öfter. Die 27 und die 65, die es schon gemacht haben, können dann auch gerne ihre Tipps und dann auch hier teilen. Und wow, 160, über 160 wollen in diesem Semester auf jeden Fall was anbieten. Ja, und 80 wahrscheinlich. Das zeigt, wie hoch der Bedarf ist. Ja, prima. Gut, ja, vielen Dank. Wir können auch nachher hier nochmal drauf schauen. Ich lasse noch einen Moment laufen, weil es geht noch weiter. Ja, und das Hauptthema, ich gucke mal gerade so ein bisschen im Chat. Ja, also viele Fragen, ob man Kleingruppen hat und so weiter, das thematisieren wir heute auch noch. Also wir gucken auch nachher noch, wie groß Ihre Gruppen sind und so weiter. Sie müssen anbieten, ja. Es gibt, glaube ich, einige so. Okay, auch wenn noch nicht alle geantwortet haben, ich würde jetzt mal weitermachen. Was ich jetzt mache, für die später Adobe Connect nutzen müssen, das sind sogenannte Layouts. Das sehen Sie jetzt nicht, aber ich habe hier rechts quasi wie so verschiedene, wenn man Folien gestaltet und jetzt gehe ich wieder zurück in den Folien-Layout und ich habe mir das heute Morgen alles schön vorbereitet mit verschiedenen Umfragen und so weiter. Ja, die Umfrage ist in Adobe Connect drin, aber die muss ich mir vorher anlegen. Und ich habe heute Morgen die ganzen Umfragen gemacht und habe dann auch wie so die Folien gemacht, dann die Umfragen, dann die Folien, so dass ich das quasi hin und her klicke. Und das ist wie, wenn Sie im Raum Vortrag halten und dann zwischendurch entweder, was der Malte gestern gesagt hat, mit so einem Audience Response System, da hatten wir auch ganz viele Links in Moodle und auf den E-Teaching-Seiten, die wird eine Umfrage machen oder sie wird eine Umfrage machen, dass die Teilnehmer die Hand heben und eine Abstimmung machen. Ja, das wäre, was sie in Präsenz machen, das wäre hier das Äquivalent. Mit dem Vorteil, dass bei den Audience Response Systemen, also wo Studierende auf dem Smartphone das machen, dass sie dort eine anonyme Umfrage machen und nicht die Leute sich hier melden müssen. Ich habe schon ganz kleine Sessions gehabt, also Adobe Connect Sessions mit 10 Leuten, dann haben die Leute sich auch mal so gemeldet, ohne diese Handzeichen zu benutzen und haben dann quasi, ich konnte alle sehen, das ist auch möglich. Ja, okay, gut. Ich antworte Fragen dann am Ende, weil ich merke für mich zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt dauernd im Chat gucke, merke ich manchmal, weil die Woche war auch voll und ich bin auch Mensch in diesen Sitzungen. Also mein Tipp ist, sich nicht zu verkrampfen, menschlich zu sein. Und ich merke, wenn ich jetzt permanent in den Chat gucke, verliere ich so ein bisschen meinen Faden. Und deshalb baue ich immer so Zeiten ein, wo ich in den Chat gucke und Zeiten, wo ich wieder vortrage. Aber das ist mein Bedürfnis, weil ich mich vom Chat so ablenken lasse, dass ich dann jede Frage dauernd beantworten möchte. Ja. Okay, jetzt muss ich meine Webcam zum Beispiel wieder starten. Ich kann auch selbst wählen, ob während der Umfrage die Webcam zu sehen ist oder nicht. Und ich habe dann, damit wir mehr Platz haben, für die Umfrage, die eben nicht drin gehabt.
Ganz wichtig ist für Sie, dass Sie sich überlegen, Sie sich überlegen, welche Funktion hat denn diese Live-Session in meiner Gesamtveranstaltung? Und das ist quasi die Brücke zu der Veranstaltung am Mittwoch, dass Sie, was Sie ursprünglich als Präsenzsitzung hatten, sich jetzt überlegen müssen, mache ich das jetzt auch als Webinar oder mache ich das eher asynchron? Asynchron ist, wir sind nicht gleichzeitig im Netz, und synchron ist, wir sind gleichzeitig im Netz. Die Frage kam auch am Mittwoch auf. Und der Schritt wäre dann jetzt zum Beispiel zu sagen, ich möchte jede Präsenzsitzung auch als Webinar anbieten. Alternativ können Sie sagen, ich möchte nur bestimmte Präsenzsitzungen als Webinar machen. Vielleicht wählen Sie auch ganz andere Zeiten, die viel besser passen, und machen eher eine größere Selbstlernphase und bauen das komplett didaktisch um. Also das ist im Prinzip was, was Sie jetzt überlegen müssen, wenn Sie gar keine physische Präsenz mehr haben, wie Sie das umbauen. Und jetzt nochmal die Kurve zum Mittwoch auch, dass Sie sich dann überlegen, für was will ich denn diese Webinare überhaupt benutzen? Also möchte ich zum Beispiel wie jetzt einen Vortrag halten, und das ist das Setting, das wir hier haben. Wir haben hier einen Vortrag, Wissensvermittlung machen wir in dem Webinar. Das können wir eine Online-Präsenzsitzung oder virtuelle Präsenzsitzung nennen. Und die Anwendung Übungen machen wir im Prinzip dann in der Selbstlernphase momentan noch nicht. Wir haben es entschieden, weil das der Quickstarter so kondensiert ist, dass wir die Aktivierung nur in dem Modul nächste Woche am Mittwoch machen. Im Modul 3 ist es dann, also wo Sie ein Konzept erstellen können. Und dass der Rest, die anderen Module, sind eher zum Wissenserwerb. Weil wir haben hier im Prinzip eine asynchrone Anwendungsphase und synchrone Wissensvermittlung. Manchmal ist es so, wenn die Studierenden ganz viel schreiben, Fragen stellen im Forum und so weiter, macht das sehr, sehr viel Arbeit, das alles schriftlich zu beantworten. Und was ich auch schon gemacht habe, ist, dass ich dann das Feedback zum Beispiel wieder verbal in einem Webinar gebe. Eine andere Möglichkeit wäre aber auch, dass Sie statt ein Webinar zu geben, zu Hause ein Video produzieren oder eine Audiodatei. Also das ist auch abzuwägen. Einige haben jetzt auch geschrieben, dass sie ein Video produzieren wollen. Und das ist ganz wichtig für Sie zu überlegen, will ich eine Konserve erzeugen, die ich bereitstelle, wo die Lernenden alleine sich ein Video angucken, und nutze ich die Präsenzsitzung, die virtuelle Präsenzsitzung eher für Diskussion, oder möchte ich live beschallen, wie wir hier das machen, und die Anwendung ist dann eher asynchron in Foren oder in anderen Übungen und so weiter. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, was wir hier auch machen, Sie zeichnen die Live-Session auf und stellen die dann bereit und erwarten aber, dass die Teilnehmer, die dann da nicht dabei waren, sich das anschauen, um dann an den Übungen teilzunehmen. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass wenn jemand eine Frage stellt im Forum, wo Sie genau sehen, der hat das Video nicht geguckt, dann auch zurückmelden, das ist im Video erklärt oder in der Aufzeichnung. Falls Sie, das geht jetzt ein bisschen weg von dem Thema hier, das machen wir eher am Donnerstag, macht Professor Lacken was zu Videos. Falls Sie sagen, ich möchte kein Webinar machen für die Wissensvermittlung, sondern ich möchte eher mal mit Folien das aufzeichnen oder mit Formeln auf dem Tablet schreiben, dann wäre mein Tipp, nicht unbedingt, wenn Sie Konserven erzeugen, nicht unbedingt so lange Einheiten zu machen, dann keine 45 Minuten, sondern eher so Einheiten von 12, 20 Minuten, vielleicht 12 bis 15, die Sie dann bereitstellen und das mit Aktivierung auch verbinden. Natürlich ist die Wissensvermittlung, die wir hier haben, soll nicht nur beschallend sein. Deshalb haben wir auch zwischendurch jetzt ein paar Aktivierungen, dass Sie auch sehen, das muss nicht nur rein beschallend die passiv machen sein. Ich meine, Sie sind sehr, sehr aktiv im Chat. Das sehe ich natürlich. Aber es geht auch darum, dezidiert solche Aktivierungen wie eben die Umfragen einzubauen und andere Tools. Ja. Eine andere Option, das hatte ich auch am Mittwoch vorgestellt, ist, dass Sie sagen, ich möchte die Wissensvermittlung in der Selbstlernphase haben. Das heißt, die Studierenden sollen ein Buch lesen, Artikel lesen oder ein Video schauen oder auch Recherchen machen. Wenn Sie aufgabenorientierte Didaktik machen, kann es auch sein, dass Sie Studierenden eigenständig was recherchieren, oder vielleicht ist es gar keine Veranstaltung, wo so viel rezeptives Lernen stattfindet, sondern eher, wo die aktiv an einem Projekt arbeiten. In der Vorstellrunde war eine dabei, die ein Forschungskolloquium hat, wo die Studierenden eher Forschungsprojekte umsetzen. Und dann kann sein, dass sie die Online-Präsenz eher dafür nutzen, zum Beispiel um das zu besprechen, um Feedback zu geben. Ich selbst mache solche Settings eher, die liegen mir mehr, außer hier habe ich eher das andere.
Aber mit Studierenden ist eher so, dass die zum Beispiel dann vor der Online-Präsenzsitzung, also in dieser Selbstlernphase hier, dem grauen Kasten, einen Zwischenstand für ihr Projekt einreichen und ich das dann mit denen in der Online-Präsenzsitzung bespreche. Und dann ist abzuwägen, mache ich das mit allen Studierenden oder mache ich das zum Beispiel mit einzelnen Gruppen. Also ich hatte jetzt einen Lehrauftrag an der Uni Mainz und da habe ich es so gemacht, dass ich einige Sitzungen mit allen Studierenden hatte, aber andere Sitzungen dann eher als Sprechstunde mit Einzelnen. Und so kann auch der Umbau für Sie sein. Und ich wäge dann ab, bespreche ich da was, was für alle relevant ist, oder bespreche ich das eher für kleine Gruppen? Es gibt so eine kleine Regel für Online-Sessions, Lob öffentlich, Kritik nicht öffentlich. Das heißt, was ich nicht machen würde, wäre dann eine Gruppe in so einer Online-Session zerlegen und sagen, das ist total falsch, was ihr macht. Jetzt kann es aber sein, dass trotzdem für alle wichtig ist, zu wissen, dass irgendwas nicht richtig war, das würde ich dann eher verallgemeinert ausdrücken. Was aber immer gut ist, dass wir, wenn wir Anerkennung geben. Also das machen wir von unserer Kultur her sowieso sehr wenig. Ich selbst habe in den USA ein paar Jahre studiert und das war so ein angenehmes Lernen, weil man dauernd gelobt wurde, selbst für Fehler. Das fand ich wirklich angenehm. Das ist online noch viel härter. Also wenn Sie im Präsenzunterricht dann eine Rückmeldung geben und dann sehen Sie, da verzieht jemand das Gesicht. Da muss man sprachlich online noch viel feinfühliger sein und viel mehr aufpassen. Deshalb bin ich da sehr, sehr sensibel. Ja. Also das sind jetzt einfach mal verschiedene Settings, abhängig von der Gruppengröße. Sie können große Sessions haben und Sie können kleine Sessions haben. Wichtig ist, dass Sie sich mal überlegen, wofür Sie im Prinzip Ihre Sessions nutzen wollen. Und es kann aber auch sein, dass Sie sagen, am Anfang des Semesters wollen Sie die Online-Sessions eher für Wissensvermittlung nutzen, also eher so. Und Sie verändern das gegen Ende des Semesters und haben da mehr aktivierende Sessions. Das ist, was wir auch Flipped Classroom nennen. Das hatte ich auch am Mittwoch vorgestellt. Das heißt, die Studierenden kommen quasi vorbereitet in die Session. Es kann bei einer Vorlesung sein, dass die vorher Videos geguckt haben und dann eher Fragen stellen oder in einem Seminar, dass Diskurs stattfindet oder die Projekte vorstellen und so weiter. Also ganz, ganz wichtig ist, dass Sie sich überlegen, wofür möchte ich die Online-Präsenzsitzung eigentlich benutzen? Ja, ich würde jetzt hier mal die zweite Umfrage einleiten. Die habe ich jetzt auch wieder vorbereitet. Ups. So. Gut, ich habe vorhin gesehen, da gab es so der Hinweis, dass man noch einen Co-Moderator hat, wenn man den Chat verfolgt. Ja und nein. Also meine Erfahrung ist, man muss mit diesen Menschen gut eingespielt sein. Ich will auch jetzt nicht alle Fragen vorziehen. Ich selbst habe schon erlebt, ich hatte jetzt eine Co-Moderatorin, die hat dann dauernd Fragen beantwortet oder hat mir die reingegeben. Ich bin jemand, der sehr, sehr viele dieser Sitzungen schon gegeben hat. Was nicht heißt, dass ich es perfekt mache, aber ich kann ganz gut dann sagen, weil ich in den Chat gucken will und dann mache ich den Chat groß. Und wenn meine Co-Moderatorin das nicht weiß, kann sein, dass sie mir dauernd reingrätscht. Also ich werde heute mal sehr praktisch. Und das war jetzt toll, dass Anne da ist und Markus. Also bei diesen großen Veranstaltungen möchte ich schon jemanden, der auf jeden Fall Technik-Händchen hält und eben auch schön. Ich glaube, mein Rechner hat irgendein Update gemacht, plötzlich ist alles eingefroren. Aber mit der Co-Moderation würde ich gucken, was gut ist, wenn Sie dann dezidierte Sitzungsphasen haben, wo Sie sagen, jetzt gucken wir in den Chat und dann, und das habe ich so mit Anna auch verabredet, dass sie dann Anna mir hilft, nochmal nach einer Frage zu gucken, die ich übersehen habe, und dann sagst du, Claudia, da ist noch eine Frage oder so. Wenn Sie eine Co-Moderatorin haben, die sich in den Vordergrund spielen will und alle Fragen dauernd beantworten möchte und Sie wollen gerade in die Richtung und die geht in die, das hatte ich letzt, dann kann es eher stressig werden. Also Co-Moderation ist nicht einfach und es ist wichtig, sich da zu verabreden und die Rollen zu klären. Ja? Nur weil vorhin das so kam, dass man eine Co-Moderation braucht. Ja und nein. Also ich selbst sage eher, ich mache das gerne selbst, weil ich es gewohnt bin und dann nehme ich gern die Co-Moderation in diesen Phasen in Anspruch, wo dann auch Diskussion ist. Da kann ich was übersehen. Aber bei Kleingruppen brauche ich das nicht so sehr. Ja.
Gut, ja, jetzt schauen wir nochmal auf die Ergebnisse. Wissensvermittlung mit aktiven Elementen ist hier der Renner, gefolgt von Feedback und Besprechen von Ergebnissen. Genau, die Diskussion und Anwendung Flipped Classroom. Ja. Und ihr großen Gruppen, oh, haben Sie Glück, Sie haben nicht so große Gruppen. Ja, viele haben kleine. Ja, also kleine Gruppen, 12, 15 Leute mit aktivierendem Diskurs, das ist wunderbar. Wichtig ist, wir schauen so lange auf die Umfrage, weil ich die gerade mal mir die Ergebnisse angucke. Ja, es ist echt lustig, wie viele ungeduldig sind. Wir können die Sitzung nicht perfekt machen, Frau Schröder, tut mir leid, weil ich mir die Ergebnisse gerade mal angucke. Ja, ist auch gut, ein bisschen nicht so eine Hektik aufzumachen. Für manche lesen ein bisschen drauf. Ja, gut, weil ich auch dazu vielleicht noch was sagen mag. Okay, dann gehen wir mal zurück auf die Folien. Wichtig ist, durch diese Umfrage, was wir hier in der zweiten Umfrage haben, wofür Sie die Live-Sessions nutzen, das hilft Ihnen bei der didaktischen Konzeption. Das ist sehr, sehr wichtig, einfach zu wissen, was will ich machen und wie und wozu. Ja, dann würde ich Sie jetzt mal einladen, wir machen den Chat mal groß, was Sie quasi als Unterschied wahrnehmen zu Präsenzsitzungen. Es gab eine Diskussion, die fing schon in dem einen Forum an, und ich würde jetzt mal ein bisschen sammeln. Ich habe dann auch noch ein paar Punkte, aber Sie haben bestimmt mehr Ahnung. Was ist für Sie der große Unterschied von so einer Session wie eben zu Präsenzsitzungen? Und da würde ich jetzt einladen, auch mal im Chat für Sie die wichtigsten Unterschiede zu sammeln. Es können auch Vorteile sein. Es muss nicht nur nachteilig sein. Zurzeit haben wir ja manchmal gar nicht so die Wahl. Ja. Und jetzt mache ich zum Beispiel bewusst das Chatfenster groß. Das ist ein Layout, so nenne ich das, in Adobe Connect, das ich so vorbereitet habe. Die Breakout Rooms sind, dass ich mit Teilnehmern in kleine Gruppen gehen kann. Das machen wir heute nicht, weil es nicht so viele. Also nicht alle haben Tools, wo wir das machen können. Und mir ist es mit 400 Leuten ehrlich gesagt zu riskant, mit der Sitzung in kleineren Sessions von 20 Leuten oder 15 können Sie dann einfach mit den Teilnehmern in Kleingruppen schicken. Und da wäre wichtig zu überlegen, ob die selbst wählen, ob sie die vorher sortiert haben, nach welchen Kriterien sie das machen, genauso wenn sie Gruppenbildung in Präsenz machen. Jetzt bin ich zum Beispiel mal bewusst einen Moment ruhig, weil wenn ich die ganze Zeit jetzt rede, können Sie nicht lesen. Und jetzt gebe ich Ihnen auch mal Zeit zu lesen, was die anderen schreiben. Und ich sage noch kurz was, und dann bin ich wirklich ruhig. Das hat auch was mit der Wertigkeit der Teilnehmerbeiträge zu tun. Wenn Sie permanent dann reden, während die Teilnehmer schreiben, ist das so ein bisschen, gibt es den Teilnehmerbeiträgen nicht so viel Wertigkeit. Und das können Sie natürlich auch machen, per Audiokanal, wenn die Gruppe kleiner ist, was wir jetzt gerade machen. Okay, ich würde es langsam mal ausklingen lassen. Sie können natürlich noch weiter schreiben. Wir machen mal weiter. Genau, also es ist bei der Gruppengröße jetzt sehr schnell. Mir war nur wichtig, dass wir diese Elemente auch mal machen, dass Sie die auch kennen. Wir werden heute aufgrund der Gruppengröße nicht alle machen. Genau, wichtig ist, es reden alle durcheinander. Was ich momentan mache, dass ich mir dann auch mal aufschreibe, worauf ich noch eingehen will oder was noch kommt. Was schön ist, wenn Sie zum Beispiel eine Umfrage machen, können Sie aus einer Umfrage heraus auch aktivieren, das ist genauso wie im Raum, dass Sie sagen,
diejenigen, die diese Frage so beantwortet haben, vielleicht mögen die mal sagen, warum sie das so einschätzen. Also aus einer Abstimmung kann man gut dann auch zum Beispiel in den Chat gehen und Leute, Teilnehmer auffordern, sich mal einzubringen. Was generell ist, dass Teilnehmer, da gibt es auch Untersuchungen dazu, weniger zum Audiokanal greifen oder Videokanal, Audio-Video, wenn die Gruppen sehr groß sind, sie es nicht gewohnt sind. Wenn man kleine Gruppen hat, wo alle gleich per Videobild zu sehen sind, das ist auch möglich, dann kann man am Anfang auch einen Technikcheck machen und dann melden sich die Leute auch eher mal per Audiokanal. In großen Gruppen wie hier ist es oft üblich, dass die Teilnehmenden eben überhaupt nicht sich quasi per Wort melden. Ja, genau. Was Sie gerade daraus gelernt haben, ist, dass ich Ihnen zeige im Ablauf, dass Sie nicht nur Vorträge halten, sondern Aktivierung einbauen können. Und das wäre zum Beispiel was Interesse wecken, Vorkenntnisse aktivieren. Dafür können Sie mal den Chat dann groß machen. Und klar ist der bei der Gruppengröße nicht förderlich. Das Problem wäre, wenn ich jetzt gar nicht mal so ein Element einbauen würde, würde viele sagen, ich soll doch mal vorführen, wie man sowas macht. Und ich versuche die Sitzung schon ein bisschen so zu bauen, dass sie diese Elemente auch erleben, auch wenn die bei 400 Teilnehmern natürlich ein bisschen anders ist, als wenn ich jetzt 80 hätte oder 20 und so weiter. Genau. Eine Vorstellrunde, da können wir nachher drüber reden, würde ich abhängig machen von der Gruppengröße, genauso wie in Präsenzsitzungen. Kann man machen, aber es ist manchmal auch bei großen Gruppen schwierig, dann würde ich es auch eher über eine Umfrage machen, wie wir das vorhin gemacht haben. Ja. Ja, ich habe dann nochmal zusammengefasst, also die wichtigsten Untersuchungsergebnisse zu diesen virtuellen Sessions sind, es fehlen natürlich nonverbale Kommunikationskanäle, außer Sie sehen alle Teilnehmer per Video und selbst wenn Sie Videobilder haben, ist vielleicht durch die Unschärfe der Bilder nicht alles zu sehen. Das Hauptproblem ist, wenn Sie zum Beispiel eine Aufgabenstellung vermitteln, dass Sie dann, was Sie im Raum sehen, Stirn runzeln oder die gehen zögerlich in eine Gruppe und gucken Sie so an, dass all diese nonverbalen Kommunikationskanäle wegfallen und Sie dadurch zum Beispiel Aufgabenstellung viel präziser angeben müssen, als wenn Sie das im Raum noch korrigieren können. Das heißt, wir müssen sehr, sehr präzise arbeiten. Dasselbe gilt übrigens und passt noch mehr, wenn Sie asynchrone Aufgabenstellungen machen, das heißt, auf die Plattform was stellen, was Studierende bearbeiten sollen, weil es gibt Untersuchungen, dass Sie dann noch weniger zurückfragen. Hier könnte es sein, wenn Sie jetzt diese Arbeitsgruppenräume machen, dass die Studierenden zumindest noch mal fragen oder sich melden, wenn die quasi die Aufgaben nicht verstanden haben. Das ist asynchron noch intensiver, dass nicht gefragt wird, außer sie haben eine Kultur etabliert, wo die Teilnehmer schon ganz, ganz viel fragen. Das habe ich schon gesagt, die trauen sich oft nicht, sich zu melden, Teilnehmer. Auch da gibt es Untersuchungen, dass die Teilnehmer sich lieber im Chat melden als per Audiokanal. Und damit sie sich im Audiokanal melden, muss man oft ganz schön viel Aktivierung machen. Der Tipp an der Stelle ist, dass man recht früh schon so kleine Elemente einbaut, wo sie sich mal melden, zum Beispiel in der Vorstellrunde oder eben in den Abstimmungen und dann sich mal jemand was sagt, sodass man, wenn man hinten eine Aufgabe hat im Ablauf, die sehr, sehr wichtig ist, man vorne, wie die Studierenden ein bisschen warm laufen lässt und die mit den Tools schon mal vertraut werden. Ich selbst bin nicht so dafür, dass man so eine lange Tool-Einführung am Anfang des Webinars macht, sondern eher so häppchenweise, wenn es gebraucht wird. Große Frage ist dann immer, wenn Technikprobleme sind, ich würde dann nicht ganz lang versuchen, die Technikprobleme von einem Teilnehmer zu lösen, der sein Mikro nicht findet, sondern dann eher auffordern, sich dann doch im Chat zu äußern. Sonst verliert man sehr viel Zeit und die anderen sind genervt, dass es nicht weitergeht und so weiter. Ja. Ja, was ganz wichtig ist, wenn Teilnehmer sich per Audiokanal melden sollen oder auch was von sich preisgeben, dann sind die anderen Teilnehmer auf eine Blackbox. Das kam eben auch im Chat, dass man keine Ahnung hat, wer sind die anderen eigentlich. Und deshalb lohnt es sich auch, in Vorstellrunden zu investieren. Wenn die Gruppe so groß ist, dass sie keine Vorstellrunde machen können, dann lohnt es sich zumindest, ein bisschen Transparenz herzustellen, indem man so Skalenabfragen macht, zum Beispiel, wer hat welche Vorkenntnisse, wer kommt woher, es darf auch mal was Informelles abgefragt werden. Also einfach Transparenz, wer sind eigentlich die anderen, herzustellen. Dann ist es total anstrengend, so lange zuzuhören, das haben Sie sicher schon gemerkt. Deshalb ist auch mal so ein Methodenwechsel gut. Es gab eben die Frage, warum machen wir das mit dem Chat? Also es kann auch mal gut sein, einfach mal eine Pause zu haben von dem Zuhören, ähnlich wie in Präsenzsitzungen, ist ein Methodenwechsel an der Stelle hilfreich und auch ein Medienwechsel in dem Moment.
Und die Sessions halt nicht so lang machen. Wobei gestern wurde mehrfach gesagt, es wird total spannend, 90 Minuten dann zuzuhören. Also kommt natürlich auch darauf an, wie das Thema ist. Technische Herausforderungen, das erleben Sie auch. Kriege ich das hin? Das hilft natürlich, wenn Sie selber viel geübt haben mit dem Tool und sich jemanden noch an die Seite stellen, der Ihnen hilft. Zurzeit betreuen wir alle Dozenten, da wo ich arbeite. Die haben immer noch einen unsichtbaren technischen Begleiter, wenn Probleme sind, so wie eben die Anna auch ganz toll geholfen hat. Da jemand an der Seite zu haben, der dann auch mal hilft. Nicht jede Hochschule stellt es natürlich. Dann viel üben, dass sie das haben. Große Frage ist immer wieder, wie groß ist die Ablenkungsneigung? Dieselbe Frage gibt es übrigens auch für Präsenzveranstaltungen, wenn die Teilnehmer Laptops dabei haben oder ihr Smartphone in der Hand. Und da gibt es Untersuchungen, dass wenn sie die Lehre natürlich sehr interessant gestalten und immer wieder aktivierende Elemente vorkommen können, dass die Ablenkungsneigung niedriger ist, als wenn sie quasi durchgängig nur beschallen. Und es kommt natürlich auch aufs Thema drauf an. Aber da gibt es Untersuchungen, dass wenn sie solche aktivierenden Elemente, wie gestern mit diesen Audio-Response-Systemen von Malte genannt wurden, oder hier zwischendrin Umfragen machen, Studierende eher wach bleiben, dabei bleiben, weil eine nächste Aktivierung kommen könnte oder wenn auch vor allen Dingen eine Aufgabe damit verbunden ist, wofür man das Wissen braucht, als wenn man quasi weiß von Anfang an, das ist eine 90-minütige Beschallung hier oder 45 Minuten. Ja, und natürlich all die Punkte, die Sie eben erwähnt haben. Mein Vorschlag ist, dass wir uns den Chat nachher nochmal anschauen und dann nochmal Punkte aufgreifen und die vielleicht zusammenfassen, nochmal im Forum posten, dass wir eine qualitative Auswertung hier machen. Ja. Und natürlich ist eine große Frage, muss ich dafür sorgen, dass die was anderes nicht machen, also jetzt im Raum die Laptops zu machen oder nicht. Ich habe da auch die Haltung für den erwachsenen Lerner. Aber wenn es natürlich um eine Einleitung zu einer Gruppenarbeit geht, ist ganz gut mitzuteilen, jetzt nochmal zuzuhören. Als Folge ist es, dass es sich wirklich lohnt, auch im Kennenlernen zu investieren. Ich habe eben schon gesagt, bei großen Gruppen in einer anderen Form als bei kleinen. Bei kleinen Gruppen mache ich Vorstellrunden bis zu 12, 15 Leuten, manchmal mit so Tags. Dann kann man vor allen Dingen schon mal gucken, gibt es Technikprobleme und wenn jemand den Audio-Kanal überhaupt nicht zum Laufen bekommt, dann sage ich recht schnell, bitte schnell, stelle ich doch einen Chat vor und investiere dann nicht so lange, dass der Mensch dann noch irgendwie sein Mikro zum Laufen bekommt, weil das so auffällt. Technikschulung, hatte ich gesagt, würde ich, wenn, dann manchmal vorher machen. Was man machen kann bei großen Gruppen, dass man zum Termin X zum Beispiel einfach anbietet, da kann man schon mal in den Raum gehen, da ist ein Techniker da, da kann man schon mal alles ausprobieren und die Technikschulung quasi nicht in die eigene Veranstaltung reinlegen muss, sodass man vorher probieren und üben kann. Ganz wichtig sind aktivierende Elemente. Es gibt manchmal so Tipps, so alle 9 Minuten oder alle 15 Minuten Aktivierung machen. Davon halte ich nicht so viel. Ich würde es nicht so pauschal alle 9 bis 15 Minuten machen, sondern ich würde es eher dann machen, wenn es passt, also inhaltlich gut gekoppelt. Dann kann es auch mal nach 5 Minuten sein oder 20 Minuten. Also nicht so pauschal Aktivierung drüber gießen, sondern mit sehr, sehr sinnhaften inhaltlichen Bezügen das machen. Rückmeldekanäle sind wichtig, also hier haben wir den Chat und die Umfragen, das heißt, wenn Sie sich mit Lerntheorien ein bisschen auskennen und konstruktivistisch unterwegs sind, dann wissen Sie, dass wichtig ist, zu gucken, was machen die Teilnehmer eigentlich aus dem, was ich erzähle. Wenn Sie große Veranstaltungen haben wie hier, ist natürlich auch eine Möglichkeit, das nicht in der Veranstaltung selbst unterzubringen, sondern dann diese Einbettung wieder zu verfolgen, die wir vorhin auf den Folien hatten. Das heißt, das machen wir zum Beispiel nächste Woche, dass die, die ein Konzept machen, damit auch zeigen, wie gut kann ich das eigentlich umsetzen, habe ich das verstanden? Oder wenn jemand im Forum eine Frage stellt, erkenne ich auch viel, was noch an Verständnisproblemen da ist. In einem normalen Seminar würde ich zum Beispiel nach dem Mittwoch schon einen ersten Eintrag im Forum machen lassen, sodass ich ein bisschen mitkriege, wie wurde was verstanden. Also hier ist die Frage, machen die Rückmeldekanäle alle in die Live-Session oder machen die das zum Beispiel über einen Eintrag im Forum oder ein Quiz nach der Live-Session, sodass hier nicht nur für die Studierenden eine Wissensüberprüfung möglich ist, sondern auch, dass sie sehen, wie gut haben die das verstanden, wo sind die unterwegs. Bei größeren Projekten, wo Studierende Hausarbeiten zum Beispiel erstellen oder Projekte machen, lasse ich mir schon sehr früh Rückmeldung geben. Also angenommen, wir würden jetzt hier ein 12-wöchiges Seminar starten, da würde ich bis Ende nächster Woche mir von Ihnen schon eine erste
quasi Ideen, Essay oder Zusammenfassung auf ihre Hausarbeit einreichen lassen oder ihr Forschungsprojekt, um so sehr früh zu sehen, wo sie unterwegs sind und nicht erst in 8 Wochen, dass sie vielleicht ein Thema haben, das gar nicht zum Seminar passt oder so. Also diese Rückmeldung müssen Sie gucken, wo Sie die unterbringen, aber ich würde die sehr nah an die Live-Session legen. Ja, das eine, so ein bisschen Zeit geben und interessant gestalten, das kann sich ein bisschen beißen. Eben hatten wir das Thema im Chat, warum geht es nicht weiter? Manchen war es zu schnell gestern, manche sagen, boah, es ist total lebendig, das hatten wir eben auch. Ich glaube, da muss man als Lehrer auch ein bisschen aufgeben, es allen recht zu machen und ein bisschen entspannt werden. Man hat so sein Tempo, das bringt ja auch eine Lebendigkeit mit und ein authentisches Sein, aber dem einen ist es vielleicht zu schnell, dem anderen zu langsam. Wenn Sie die Neigung haben, sehr, sehr schnell zu sein, hilft es immer mal wieder, so Phasen einzubauen, wo eben eine Aktivierung stattfindet. Allein damit die Hirne der Teilnehmer sich zwischendurch mal entspannen können und sie sich mal aufholen lassen können. Ich selbst merke in meinen Präsenzveranstaltungen, bin ich auch sehr schnell, dass ich dann manchmal Gruppenarbeitsphasen einbauen muss, um die Teilnehmer wie vor mir selbst zu beschützen, weil ich ansonsten so viel erzähle, weil ich so viel mitgeben möchte. Und das kann online eben genauso sein, dass man dann Aktivierung einbaut. Ja, wie sieht das dann aus, wenn man das dann quasi umbaut? Dazu brauchen wir erstmal die Tools. Grundsätzlich sehe ich oft eine Gefahr, dass Lehrende, die Tools kennenlernen, dann ein bisschen bei den Tools verhaftet bleiben. Also das sehe ich nicht nur bei Online-Seminaren oder Veranstaltungen, sondern vor allen Dingen auch an Schulen, wenn es um Blended Learning geht oder Einführung digitaler Medien. Das hat jetzt nicht direkt was mit Online-Veranstaltungen zu tun, aber einer der größten Fehler, den ich bei der Einführung digitaler Medien an Schulen sehe, ist, dass zum Beispiel so ein Tag Schulung gegeben wird für ein Lernmanagementsystem und dann die Lehrerinnen und Lehrer hinterher einfach nur noch irgendwie gucken, dass sie ein Wiki einsetzen und ein Forum und so weiter und gar nicht mehr verfolgen, für was möchte ich dieses Tool einsetzen. Und die kommen dann teilweise zu mir und sagen, Frau Bremer, ich möchte mal was im Wiki machen. Das ist für mich ein bisschen, wie wenn jemand in den Raum kommt, in physischen, da steht ein Flipchart oder so eine Kartenabfragewand und ganz toolorientiert dann diesen Unterricht plant und sagt, Hauptsache, ich mache heute was im Flipchart oder der Tafel. Das würde uns im Präsenzraum, also im physischen Raum, nie einfallen. Und online passiert das aber manchmal, dass man von der Didaktik kommt, in die Technik geht und dort wie verhaftet bleibt und dann unbedingt mal ein Tool nutzen möchte. Ich finde das prima, aber es ist ganz wichtig, wieder die Kurve zurück zum Lernprozess zu bekommen und zwar an Lehr- und Lernmethoden und nicht die Tools nutzen, weil sie irgendwie da sind, sondern weil es für einen Lernprozess in dieser Sitzung sinnhaft ist. Und dann ist das Tool einfach nur ein Instrument, um eine Methode zu unterstützen. Aber ein Anliegen wäre, dass Sie diese Kurve wieder zurückbekommen und nicht bei irgendwelchen Tools hängen bleiben. Weil dann passieren manchmal so Toolschlachten, dass dann 5, 6 verschiedene Tools in der Session eingebunden werden. Aber von der kognitiven Ladung, die die Lerner haben, dass wie viel zu viel ist und man so ein bisschen Inhalt aus dem Blick verliert. Ja. Deshalb wäre mein Tipp, 2, 3 verschiedene Tools, Methoden, aber nicht zu viel. Für nächsten Mittwoch, für die, die weitermachen, werde ich vorher mal Fragen sammeln im Padlet, dass Sie nochmal ein Tool kennenlernen. Wir werden die Verteilung der Feedbacks in einem Etherpad machen. Das lernen Sie alles noch kennen. Heute bleiben wir mal hier im Webinar in den Tools, die Adobe Connect bietet. Ja. Und wenn Sie aber auch eine Lernplattform nutzen, müssen Sie auch abwägen, was mache ich quasi in dem Tool, das ich für die virtuelle Session für das Webinar habe, also das virtuelle Konferenztool. Und was mache ich in dem LMS in den asynchronen Räumen? Also da ein bisschen abgleichen. Ich selbst sehe zum Beispiel, dass wir hier extrem viel Fragen im Chat haben, was toll ist, aber das nicht rüberschwappt ins Forum, wo wir Fragen, die wir vielleicht im Chat gar nicht beantworten könnten, dort beantworten können. Das hier zum Beispiel eine ganz spannende Sitzung. Und es würde wahrscheinlich nur gelingen, wenn wir das Lernmanagementsystem mehr benutzen würden, dass sie Hausaufgaben machen, dass sie was eintragen müssen ins Forum. Also wenn wir ein Seminar hätten, wo sie quasi Aktivitäten in den asynchronen Medien hätten, um einen Schein zu bekommen, eine Teilnahmestätigung, dann würde das mehr genutzt werden. Also das ist dann eine Verzahnung und Zusammenspiel, das auch zu beachten wäre bei der Kombination, wie sie diese Live-Sessions einbetten in diese Gesamtveranstaltung und die anderen. So, jetzt gucken wir mal Tools, die wir hier haben, nur in den Live-Sessions. Also Sie können abwägen, mache ich einen Vortrag mit und ohne Folien? Also Sie könnten ja auch ohne Folien was machen, Sie könnten auch live was krabbeln, Sie könnten Formen zeigen.
Sie könnten Ihr Bild groß haben, Sie könnten hinter sich eine Tafel stellen und was zeichnen und Sie können überlegen, ob Sie zum Beispiel das Bild zeigen oder nicht. Ja, ich selbst bin Fan davon, dass man den Sprecher sieht, gerade bei großen Veranstaltungen. Aber wenn es zum Beispiel auf die Bandbreite geht und Sie wenig Bandbreite haben, können Sie entweder das Bild auch nicht zeigen oder ich zeige das mal auch einfrieren. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Oder ausmachen. Es gibt Untersuchungen, dass Studierende, die Vorlesungsaufzeichnungen anhören, nach 12 Minuten mehr Aufmerksamkeit halten können, also nicht alle, sondern manche, wenn sie diesen sogenannten Talking Head, das ist dieser Kopf hier, da noch dazu sehen. Das galt aber diese Untersuchung für Vorlesungsaufzeichnungen. Das heißt, es kann unterstützen, dann nochmal den Redner zu sehen. Für manche ist es wichtig, das können Sie ja mal für sich gucken, den Redner zu sehen. Für andere ist es nicht so wichtig, da sind wir oft auch ein bisschen unterschiedlich. Ich selbst finde es ein bisschen persönlicher, wenn man den sieht, aber wie gesagt, Sie können es auch ausmachen. Abstimmung, Umfragen haben wir jetzt schon ein paar gemacht, immer wieder einzubauen. Die kann man gut nutzen, Vorkenntnisse abzufragen, Interesse zu wecken, Vorstellrunden zu ersetzen oder zu ergänzen. Oder auch am Ende nochmal Evaluationen durchzuführen, den Transfer zu unterstützen, gucken, gibt es noch Fragen, zu sehen, wie gut wurde was verstanden. Also da ist alles möglich. Der Chat läuft hier die ganze Zeit. Ja, das ist einmal eine Möglichkeit, permanent Zwischenfragen zu stellen. Ich selbst merke, wenn ich dauernd in den Chat gucke, das habe ich auch Mittwoch gesagt, dann fange ich an, hier die Fragen zu beantworten. Das heißt, ich mache lieber so Zwischenphasen, wo ich dezidiert in den Chat gucke. Das muss man so ein bisschen für sich rausfinden. Bei kleinen Gruppen, wir haben jetzt 390 Teilnehmer, bei kleinen Gruppen kann sein, dass sie ganz entspannt permanent den Chat verfolgen können und auch mal sagen können, das beantworte ich später. Mir selbst fällt es in kleinen Gruppen leicht, den Chat quasi mit dem Auge zu behalten. Aber wenn Sie das am Anfang zum ersten Mal machen, kann sein, dass er Sie sehr ablenkt. Das müssen Sie so ein bisschen für sich rausfinden. Ja, es gibt manchmal die Frage, den Chat auszublenden. Ich bin Fan davon, den Chat die ganze Zeit laufen zu lassen. Es gibt es manchmal, die sollen jetzt nicht stören oder die sollen nicht diskutieren. Meine Haltung ist, ähnlich wie vorhin das kam mit der Ablenkungsneigung, das sind erwachsene Lerner. Und ich würde sagen, wir dürfen weiter chatten. Also ich bin kein Fan davon, den Chat auszuschalten. Ich finde es ein bisschen bevormundend, aber das müssen Sie für sich entscheiden. Das ist Teil Ihrer Lehrhaltung, ob Sie den Chat zeigen oder nicht. Ja, vielleicht können Sie die Fragen, ob es klar Regeln gibt und so, das können wir nachher nochmal diskutieren. Ich selbst würde jetzt zum Beispiel sagen, dass Fragen, also ich würde mitteilen, wie ich den Chat nutze, dass ich momentan nicht dauernd reinschaue und Fragen beantworte, aber dass ich hinterher zu gewissen Zeiten das dann mache. Ja. Dann gibt es noch das Whiteboard, auch das trauen wir uns gerade nicht zu nutzen mit fast 400 Leuten und das ist eine Möglichkeit, wo die Teilnehmer was zeichnen können. Das ist immer die Frage, welches Tool sie nutzen. Die meisten Virtual- und Klassenzimmer-Tools haben ein Whiteboard mit drin. Ansonsten kann man auch ein externes Whiteboard mit einbinden. Was man auch machen kann, ist Tools wie Mindmapping-Tools nutzen. Also man kann dann parallel zum Beispiel zu einer Live-Session Etherpad nutzen. Das werden wir am Mittwoch machen. Man kann auch mal ein Mindmapping-Tool nutzen. Das heißt, man kann parallel zu der Videokonferenz noch weitere Tools einbinden. Gestern haben Sie auch mit Malte Persek auch noch ein weiteres Tool eingebunden. Und sowas werden wir nächste Woche auch mal ausprobieren. Im Whiteboard können die Studierenden quasi parallel was zeichnen und Fragen eingeben. Und in Mindmapping-Tools kann man auch parallel noch ein Mindmap zusammen synchron erstellen. Ganz wichtig noch, man kann auch Dateien bereitstellen während einem Webinar. Wir haben vor kurzem mal eine Session gehabt, da haben wir Studierenden im Webinar einen Arbeitsblatt bereitgestellt und dann haben die während des Webinars eine Art Prüfung gemacht. Das heißt, für die Hochschulen, und da werden wir nächsten Freitag ja dazu eine Session machen, die jetzt irgendeine Form von Prüfungssetting brauchen, könnte man sogar quasi die Studierenden während dem Webinar ein Arbeitsblatt ausfüllen lassen oder was bearbeiten lassen, was sie dann wieder einsammeln, sei es im Webinar selbst, sei es über die Lernplattform. Das kann Prüfungscharakter haben, aber das kann auch einfach sein, dass es zum Beispiel unterstützend ist für eine Stillarbeitsphase, für eine Gruppenarbeitsphase und so weiter. Das heißt, Sie können Dateien zum Download bereitstellen. Ob das in dem Tool geht, das Sie dann für Ihre Virtual Classroom Sessions nutzen, kann ich nicht genau sagen. Das müssen Sie rausfinden. Adobe Connect geht es.
Aber es gibt ja noch WebEx, es gibt Zentra, Vitero, Zoom, GoToMeeting, Skype, Teams, was auch immer gerade die Hochschulen nutzen. Das müssen Sie dann immer gucken, ob das bei Ihnen jeweils geht. In manchen Tools können die Studierenden auch wieder Material miteinander teilen oder bereitstellen und tauschen. Ja, manche Tools unterstützen das. Das wäre zum Beispiel, wenn man irgendwas während der Session bereitstellen möchte und noch nicht vorher in der im Lernmanagementsystem, sondern die sollen das dann erst bekommen, weil sie einfach vorher nicht die Aufgabe haben sollen. Oder sie können eine Lösung bereitstellen, die sie erst bekommen, wenn sie was ausgefüllt haben und so weiter. Ja, und dann eben diese sogenannten Breakout-Rooms, das ist dann, dass die Teilnehmer in einzelnen kleinen Räumen sind, sich dort sehen, per Video auch chatten können und so weiter. Und was dann noch möglich ist, dass zu einer gewissen Uhrzeit X plötzlich diese Räume wieder geschlossen werden und die wieder in den Hauptraum kommen. Man kann sogar, ich hatte es jetzt in Zoom auch gemacht, dass man so ein paar Minuten vorher bekommt, noch 2 Minuten, damit die Studierenden nicht mitten im Satz plötzlich aus ihren Kleingruppenräumen wieder im großen Raum landen, sondern so sehen, die Zeit ist gleich um. Was sehr gut ist, wenn die Teilnehmer in so Kleingruppen gehen, dass sie wissen, mit was sollen sie denn wieder in den großen Raum kommen. Das ist, eigentlich gilt hier alles, was in der Präsenz gilt, nur ist es noch wichtiger in diesen Online-Sessions. Das heißt, hier ist dann gut, dass sie ganz klare Arbeitsaufträge geben, bringt wieder das in den großen Raum, habt bitte einen Sprecher, die Uhrzeit genau angeben, eventuell das einblenden oder auch vorher über das Lernmanagementsystem bereitgestellt haben, Arbeitsblatt oder hier zum Download bereitstellen. Und den Studierenden ganz klar ist, mit was sie wieder reinkommen. Was auch möglich ist, dass sie parallel zu so einer Sitzung die Studierenden in einem anderen Tool, entweder in einem Whiteboard oder in Google Docs, da haben wir jetzt eine Datenschutzthematik, die ich gar nicht jetzt hier diskutieren will, oder im Etherpad, für die Etherpad nicht kennen, das nutzen wir nächste Woche, kann man parallel schreiben, dass Studierende dann noch in einem anderen Medium zum Beispiel ihre Arbeitsergebnisse dokumentieren und man die in der plenaren Sitzung danach wieder gemeinsam anschaut. Also ähnlich wie Studierende PowerPoint-Folien in der Arbeitsgruppenphase oder einen Flipchart beschriften würden, so kann man sich hier auch hier was überlegen, was Studierende dann quasi aus den Kleingruppen wieder in den großen Raum einbringen. Und dann kann man überlegen, geht man diese einzelnen Etherpads oder Mindmaps oder Whiteboards Plenar durch, stellen die Studierenden es nochmal vor oder macht man zum Beispiel eine Abstimmung. Also wichtig ist, dass sie sich auch überlegen, wie kommt man aus diesen Kleingruppenphasen wieder ins Plenum, wie wird damit umgegangen. Genau wie in Präsenz, eben jetzt rein online mit den entsprechenden Tools. Exemplarisch mal so ein Zusammenspiel. Also Sie können sagen, ich mache eine Kennenlernrunde, nutze dafür eine Umfrage oder Chat. Das ist, wo ich sage, wieder weg vom Tool hin, wie kann das Tool die Methode unterstützen. Und den Vortrag wie jetzt mit Video und Folien. Die Aktivierung wäre dann zum Beispiel über Chat, Whiteboard, Abstimmung oder auch andere Tools außerhalb möglich oder auch dann in der folgenden Selbstlernphase. Und die Rückmeldung wäre dann eine Möglichkeit, Fragen zu stellen, im Chat Abstimmung zu machen. Und es gibt noch ein Tool in Adobe Connect, das heißt Fragen und Antworten. Da kann man die einzelnen Fragen sehen. Beziehungsweise Malte Peisager hat ja gestern außerhalb von Adobe Connect auch ein Frage-Antwort-Tool genutzt und ist dann so die Fragen durchgegangen. Was die gestern dabei waren, war ganz spannend zu sehen, dass parallel Personen noch im Chat Fragen gestellt haben, er aber die in dem Tool beantwortet hat. Und das ist auch, was man sich dann überlegen muss und dann auch ankündigen muss, dass man dann nur auf die Fragen in diesem Tool eingeht und nicht auf die im Chat. Also das wäre dann auch was, was man quasi mitteilt, wie man damit umgeht. Ich habe Ihnen ein Dokument bereitgestellt, mit dem Sie eine Präsenzveranstaltung umplanen können. Mein Tipp ist dann, Sie können das nutzen, Sie müssen es nicht. Das ist nur die Planung für die Live-Session. Für die Planung der Gesamtveranstaltung gibt es ein bisschen andere Tabellen noch, die stelle ich Ihnen auch noch bereit. Aber hier geht es wirklich nur darum, dass Sie sich die Live-Session machen und es hilft, da mal so einen kleinen Drehbuch, so einen kleinen Ablauf zu entwickeln. Das muss nicht auf die Minute genau nachher stimmen, aber dass Sie ungefähr wissen, was möchte ich denn wann machen und dann so ungefähr die Zeit eintragen. Und wenn Sie fertig sind mit dem Plan, würde ich Ihnen noch den Tipp geben, das dann zu übertragen, nicht wenn dann 10 Minuten stehen, sich das dann zu übertragen, 10.15 Uhr bis 10.30 Uhr möchte ich das machen und sich das ausgedruckt hinlegen, sodass Sie dann immer sehen, wo Sie ungefähr sind.
Ich habe in dem Dokument, das ich in dem Netz bereitgestellt habe, noch eine Spalte dazu gebaut, wo Sie dann während der Sitzung oder danach mal gucken könnten, wo war ich denn wann? Und damit sammeln Sie immer mehr Erfahrungen, wo Sie sehen, ach, diese Phase habe ich zeitlich überschätzt oder unterschätzt. Da habe ich mehr Zeit gebraucht, da weniger. Ja. Und damit können Sie dann auch Ihre Veranstaltungen, wenn Sie die öfter jetzt online machen, nach und nach verbessern, indem Sie den Zeitplan nochmal kommentieren. Wozu ich Ihnen auch rate, ist, sich einen Plan B zu machen, irgendeinen Puffer. Das heißt, dass Sie irgendwas drin haben, was Sie sehen, wenn die Diskussion zum Beispiel total gut läuft, was Sie dann einfach weglassen können, ohne dass die Studierenden das groß merken. Oder wenn es im Zeitplan stand, würde ich ganz offen sagen, die Diskussion läuft hier so gut, ich lasse die mal ein bisschen länger laufen als geplant. Das ist gerade so spannend, das ist auch eine Anerkennung dabei, eine Wertschätzung. Und hinten dann irgendwas weglassen. Was Sie auch machen können, wir Studierende dann fragen, bei einer kleinen Gruppe, bei 380 jetzt würde ich das nicht machen, aber bei einer kleinen Gruppe können Sie auch mal fragen, also es läuft gerade so gut, wollen wir das weiterlaufen lassen? Ich würde dann hinten diese Übung in die Selbstlernphase verlagern. Also ganz ähnlich wie im Raum, Ihnen hilft einfach immer so ein bisschen Wissen. Ich habe auch, das können Sie wahrscheinlich sehen, mir so einen ungefähren Zeitplan gemacht, mit den großen Punkten und dann schreibe ich mir manchmal so Notizen dazu. Ja. Also wer will, naja, ich könnte einen Screenshot mal machen, das bereitstellen, wie der hier aussieht. Ich mache das momentan nicht mehr in der Tabelle, weil ich inzwischen das so oft gemacht habe. Aber wenn man anfängt zu planen, hilft so ein Zeitplan halt auch, weil Sie dann in der Spalte Medium Tool, ich gehe mal zurück, ein bisschen sehen, welche Tools Sie dann brauchen. Und ich würde auf so einen Zeitplan einmal vertikal gucken, ob Sie in der mittleren Spalte, also in der Methodenaktivierungsspalte, immer mal aktivierende Elemente haben. Dann können Sie auch sehen, mit welchen Abständen die sind, damit es auch nicht so ein Aktivierungsfeuerwerk ist, falls Sie das nicht wollen. Die Sozialform ist wichtig, machen Sie es dann einzeln, in Gruppen, ins Plenum, auch die Übergänge aus Kleingruppenphasen wieder ins Plenum, sich hier zu überlegen. Und dann können Sie hinten die Tools dazu schreiben und können dann auch vertikal so ein bisschen gucken, haben Sie zu viel Tools in der Session oder passt das? Also es ist ein schöner Blick, Ihre Gesamtsession dann auch nochmal in Bezug auf Methoden und Medienwechsel. Aber auch ist es zu viel an Methoden und Medien anzuschauen. Ja, und das ist auch was, worauf man auch extern noch mal Feedback geben kann, als wenn dann jemand das so verbal als Fließtext beschreibt. Okay. Gut, jetzt noch mal zur Gestaltung der Live-Sessions ein paar Hinweise. Eigentlich gilt alles wie für Präsenzsitzungen. Jetzt wäre nur die Frage, wie gelingt mir das? Gute Lernatmosphäre schaffen. Also ein Tipp wäre, was ich mache am Anfang, ich bin so ein bisschen informell, ich erzähle was von mir. Gestern der Malte hat auch geduzt, ich spreche viel an, ich sage nicht man muss, sondern sie können. Also das ist, was auch mal hilft, wenn sie so sich einstimmen wollen, mal gute YouTuber gucken. Es gibt so YouTuber, die verdienen ja, haben Millionen Klicks, verdienen Geld. Die sollen jetzt nicht so wie die reden. Die sind meistens sehr jung und sehr hektisch. Aber was die ganz viel machen, die machen sehr viel direkte Ansprache, die viel geklickt werden. Und manchmal, wenn wir keine Übung mit Online-Vorträgen haben, dann reden wir so abstrakt, so man könnte. Gut ist, dass sie auch lernen, also sich antrainieren, in die Kamera zu schauen, wenn sie es oft vergessen. Ich hatte mal einen Vortrag in Zürich, der wurde nach Basel übertragen. Und dann hatte ich halt Leute vor mir sitzen. Und ich musste aber auch manchmal die Kamera schauen, damit die an dem anderen Standort mich sehen. Da hatte ich mir so ein Post-it an den Rechner geklebt, Zürich angucken oder Basel. Ich war, glaube ich, in Basel. Das heißt, sie können sich ein Post-it neben die Kamera machen und immer mal wieder sich erinnern, da drauf zu schauen. Wichtig ist auch, dass sie sich entspannen. Das heißt, wenn sie merken, euch wird hektisch, das sind sehr praktische Tipps, dass sie sich vielleicht erden, dass sie eine Übung nochmal machen, es kann eine Atemübung sein oder die Füße gut spüren, dass sie gut für sich sorgen. Ich habe hier zum Beispiel eine Tasse Kaffee stehen und Wasser, ja, dass sie einfach gucken, dass sie für sich selbst gut gesorgt haben, gut sitzen. Wenn Sie mal merken, oh, ich werde so schnell oder ich werde nervös, dann auch mal wieder einen Break machen, das strahlt es auch aus, quasi, wie sie drauf sind. Ja. Transparenz erstellen, Ziele, Ablauf haben wir ja gemacht, darauf kann man auch immer mal wieder Bezug nehmen. Dann Vorkenntnisse aktivieren, das war so, warum machen wir das wohin? Ziel war auch, dass Sie quasi sich einbringen können, dass Sie, also selbst wenn ich nicht alles wissen will,
was nicht so wertschätzend ist. Aber wenn ich nicht alles wissen will, was Sie wissen, ist es hilfreich, über die Aktivierung von Vorkenntnissen natürlich auch einfach das Hirn zu aktivieren, damit das neue Wissen gut ankommen kann. Also in allem, was wir über Lehre wissen, ist das wertvoll und von daher hilft es quasi in den Aktivierungen damit auch zu beginnen. Dazu habe ich schon gesagt, Teilnehmerzentrierung, Wissen vermitteln, Fragestellung zu aktivieren, das hat auch was mit der Sprache zu tun, wie ich das formuliere und Anwendungsmöglichkeiten zu schaffen. Und das ist natürlich jetzt die Frage, mache ich die Anwendungsmöglichkeiten im Webinar oder in der Verzahnung nachher in der Asynchronphase? Und Rückmeldung auf Anwendung zu ermöglichen. Und ich würde es jetzt gerne mal anhand von einem Instruction Design Konzept, da gibt es verschiedene, die meisten von Ihnen kennen vielleicht gern G, die sich da auskennen. Ich habe jetzt mal ein einfaches Modell von Klauer-Leutner genommen und will jetzt einfach mal verdeutlichen, wie Sie das in so einer Veranstaltung anwenden können. Wenn Sie eins dieser Konzepte, und da gibt es ganz viele, über Ihre Veranstaltung laufen lassen, also sei es über Ihr Webinar, aber auch über die Gesamtveranstaltung, also das gesamte Semester, ob diese Sachen immer wieder stattfinden. Und da können Sie Garnier nutzen, oder es gibt Karis, das 3-2-1-Modell, oder eben Klauer-Leutner. Wir gehen das jetzt mal durch, dann ist es ein Weg, Ihre Lehrveranstaltung zu verbessern. Einfach um so gewisse Qualitätskriterien mit drin zu haben. Es gibt noch ein schönes Buch, Emanuel Ulrich, gute Hochschullehre. Also auch da sind eine Menge Prinzipien drin. Ich werde jetzt in Moodle verlinken. Welches Modell Sie nehmen, weiß ich gar nicht, ob das entscheidend ist, wichtig oder hilfreich ist, eins davon zu nehmen. Vielleicht für die Profis unter Ihnen, es gibt ein paar Kritiken an diesen Instructional Design Modellen, dass sie da auch stark auf kognitives Wissen gehen. Meine Anregung ist, die eher so als Orientierung zu nutzen, um die Lehre gut zu machen, und man muss sich da auch nicht starr an ein Modell halten. Also Beispiel, Motivation. Eine Eingangsfrage stellen, die Relevanz des Themas herstellen für den Teilnehmer. Ja, also das war vorhin, müssen Sie in diesem Semester Lehre machen, ein Webinar online durchführen. Vorwissen aktivieren, kennenlernen und das hatte ich schon gesagt, eine frühe Aktivierung. Dann, die Regel brechen wir hier dauernd, nicht zu lang den Input, wir haben hier sehr lange Inputs. Ganz wichtig, Ihre Folien können nicht dieselben sein, die Sie groß im Raum zeigen. Also eventuell müssen Sie Ihre Folien überarbeiten, weil einfach die Teilnehmer, die an diesen quasi Bildschirm anschauen und nicht mehr ganz groß, kann sein, dass Sie Bilder, die die Studierenden angucken sollten, nochmal vorbereitstellen müssen, vielleicht zum Beispiel in Medizin oder Kunstgeschichte, dass man die nochmal separat anschauen kann. Also die Lesbarkeit am Bildschirm und die Entscheidung eventuell sind Sie zu sehen. Oder Sie können sich auch manchmal ausblenden, wenn Sie den gesamten Bildschirm brauchen. Dann Diskussion und Fragen. Das geht hier ein bisschen, wird es quasi leidet das bei der großen Teilnehmerzahl. Und bei 400 Teilnehmern wäre dieses Verstehen was ich dann eher in die Selbstlernphase legen würde, indem ich da eine Aktivierung einbauen würde, zum Beispiel mal einen Choice-Test oder ein Statement im Forum zu machen oder eine Transferaufgabe im Forum. Ich hatte am Mittwoch so eine Frage gestellt, welches Szenario wollen Sie jetzt umsetzen? Oder auch vorhin die Frage, wollen Sie die Online-Session eher für Wissensvermittlung machen oder eher für Diskurs und so weiter? Das ist ein Schritt, wo es in den Transfer geht, wo Sie was anwenden. Und dann die Tools dazu sind eben diese Umfragen und Gruppenräume und so weiter. Ich weiß, das wiederholt sich ein bisschen, aber es geht darum, das von beiden Seiten nochmal zu sehen, von der Tool-Seite und der Methodenseite. Und jetzt zum Abschluss, wir sind fast am Ende, dann haben wir noch ganz viel Zeit für Fragen. Mit welchen Methoden können Sie was machen? Da habe ich jetzt nur ganz wenige rausgepickt, weil es gibt so viele Methoden und das ist jetzt wirklich nur exemplarisch. Und da würde ich auch gerne für nächsten Mittwoch nochmal vorher Fragen sammeln, wo Sie noch ganz konkret wissen wollen, wie ich was umsetzen kann. Das können wir dann am Mittwoch machen. Und da werde ich auch Agenda-Setting machen. Das heißt, vorher Fragen sammeln, die ich dann am Anfang der Sitzung am Mittwoch beantworte. Also Beispiel, Transparenz erstellen, das glaube ich ganz klar, über eine Folie den Zeitplan zeigen, die Lernziele nennen, das habe ich hier gemacht. Vorhin kam im Chat die Frage, ob ich Regeln verabreden muss. Ich mache das in Abhängigkeit von der Gruppengröße. Ich würde auf jeden Fall, wenn ich Peer-Feedbacks mache zum Beispiel, und die kann man auch in Breakout-Rooms machen, dass man zum Beispiel zu zweit reingeht, ein Teilnehmer erzählt dem anderen was und bekommt Feedback, dann erzählt der andere was, bekommt Feedback. So Sitzungen habe ich schon gemacht.
Da würde ich Feedback-Regel mit reingeben. Gesamt kommt es bei mir auf die Gruppengröße drauf an. Wenn ich eine große Gruppe wie hier habe, gebe ich Regeln eher vor. Wenn ich eine kleine Gruppe habe, dann würde ich ein paar Regeln nennen und würde dann aber paar noch zur Auswahl geben, sodass das Gefühl auch da ist, wir haben da mitgearbeitet, dann ist die Akzeptanz auch höher. Wenn ein Teilnehmer jemand anders sehr, sehr angreift, dann würde ich zum Beispiel direkt intervenieren und auch sagen, hier würde ich quasi, also so bitte nicht, da würde ich direkt reingehen und zwar sehr schnell. Also gerade wenn diskriminierende Äußerungen da sind. Da gibt es Untersuchungen, wenn die Teilnehmer quasi mit ihrem echten Namen drin sind, ist die Gefahr niedriger, als wenn die quasi mit Nicknames drin sind. Ja. Ja, jetzt ganz konkret zu Methoden. Das andere war eher eine Einleitung. Bei Aktivierungsmethoden kennen Sie wahrscheinlich aus dem Raum Zurufverfahren, dass Sie dann die Teilnehmer sagen was und Sie schreiben zum Beispiel einen Flipchart oder eine Kartenabfrage, dass Teilnehmer was an den da schreiben. Das wäre was, was Sie entweder im Chat machen können oder wenn Sie es ein bisschen schicker haben wollen, im Whiteboard. Oder das werden wir Mittwoch nutzen im Tab. Es gibt ein Tool, das ist ein Padlet. Aber in dem Moment verlasse ich schon wieder das LMS der eigenen Hochschule und das, das Tool, mit dem ich eben die Online-Session mache. Und das ist immer die Frage, es gab jetzt auch in einem Forum die Diskussion um die Social-Media-Guidelines, kann ich Tools nutzen, die außerhalb der eigenen Plattform sind? Wir nutzen Tools, wo man sich nicht anmelden muss, aber trotzdem kann man natürlich sagen, man möchte nicht das Teilen bei irgendwelchen anderen Tools nutzen. Wir wollen die immer vorstellen. Also wir werden mal Kartenabfrage im Padlet am Mittwoch machen, sodass Sie noch ein weiteres kennenlernen. Aber Sie müssen dann entscheiden, ich möchte in dem Tool bleiben oder ich möchte was anderes machen. Auch abhängig von Ihren Kompetenzen oder wie groß die Gruppe ist und welche Tools, welche Neigung Sie auch haben, welche Tools Sie gerne nutzen natürlich. Dann Skalenabfrage haben wir ganz viel gemacht. Ist eine Möglichkeit auch einfach mal zu fragen, wie gut wurde es verstanden auf einer Skala von 1 bis 5. Wie gut könnten Sie dem Nachbarn das erklären? Und wenn die ganze Gruppe das irgendwie nicht gut erklären kann, können Sie dann nochmal zum Beispiel fragen, wo sind da noch Verständnisprobleme, was soll das nochmal erklärt werden? Und das geht natürlich sehr gut mit den Umfragetools. Hier in Adobe Connect, oder müssen Sie bei Ihrem Tool gucken, kann man Multiple Choice Fragen machen, man kann also Single Choice Fragen machen und man kann eben auch im Whiteboard oder im Chat offene Eingaben machen. Und es gibt noch das Frage-Antwort-Tool. Und als letzte Methode, das ist ein bisschen für die Mutigen unter Ihnen, eine meiner liebsten Methoden ist Think, oh, das ist ein bisschen verrückt, Entschuldigung, Think Pair Share, also das müsste eigentlich, das Share müsste ganz rechts oben sein. Und zwar, viele Teilnehmer können gar nicht direkt, wenn sie was gehört haben, direkt eine Frage stellen. Das ist irgendwie viel zu schnell, von einem rezipierenden Modus umzusteigen auf einen Modus, ich darf jetzt Fragen stellen. Das Gleiche kann sein am Anfang bezüglich auf Vorkenntnisse oder welche Anliegen habe ich, dass manche noch ein bisschen Zeit für sich brauchen. Wenn dann andere schon loslegen, kann sein, dass sie gar nicht mehr dazu kommen, mal selbst nachzudenken. Deshalb ermutige ich Sie auch in solchen Sitzungen, gerade wenn ich mit kleinen Gruppen mache, mache ich das oft ruhig auch mal 5 oder 10 Minuten Stillarbeit, Selbstlernphase. Das heißt, die Teilnehmer haben zum Beispiel die Aufgabe, mal für sich aufzuschreiben, was sie in den letzten 20 Minuten am meisten Neues gelernt haben oder was ihnen aufgefallen ist oder welches Argument ihnen am wichtigsten war oder wie sie, was sie wichtig denken bei einer Diskussion oder wie sie was lösen würden. Also das kommt auf ihr Fach drauf an. Und dann könnt ihr entweder direkt ins Plenum gehen und das im Chat schreiben lassen oder sie machen diese Pair-Phase. Das wäre dann in diese Gruppenräume gehen, dass sie das mit einer oder zwei, drei anderen Personen tauschen, austeilen. Ich würde online die Gruppen nicht ganz so groß machen, wie man die Präsenz macht. Ich mache gerne dann Gruppen von 2, 3, maximal 4, damit auch alle zu Wort kommen. Und wichtig ist, dass sie das sich dann noch durchplanen, wenn die in diese Kleingruppenräume gehen, also das Pair wäre dann eher ein Group hier, dass wenn die in diese Kleingruppenräume gehen, dass sie dann auch alle zu Wort kommen. Das heißt, ganz gut eventuell einen Sprecher zu benennen oder einen Zeitmanager, der darauf achtet, dass alle zu Wort kommen. Ja. Und dann in den plenaren Raum, dann ist wichtig, dass die Gruppe wieder den Auftrag hat, was sollen wir denn im großen Raum teilen, nicht, dass sie die ganze Diskussion nochmal wiederholen. Das könnte zum Beispiel ein Statement dann sein, was jede Gruppe dann in den großen Raum mitbringt und dann in den Chat
in den Chat schreibt. Ja. Wenn ich so eine Stinkphase habe, würde ich durchaus mal sagen, ich möchte, das habe ich auch schon mal, ich möchte jetzt 5 Minuten keinen Chat sehen, weil es kann sein, für die, die mal sich für sich konzentrieren müssen, nachdenken, dass sobald der Chat wieder losgeht, die wieder abgelenkt sind oder ich blende den Chat wirklich mal aus. Bisher hat es bei mir immer geklappt, dass ich gesagt habe, 5 Minuten kein hier im Chat, ihr dürft mal alle für euch denken. Ja. Genau, also Einzelarbeit in Ruhe. Und das sind die Längen, sind dann in der Einzelarbeit noch 5 bis 7 Minuten. Gruppen, je nachdem wie viele, wie groß die Gruppen ist, dass jeder 2, 3 Minuten redet und dann eben im Plenum. Und daraus kann ich dann manchmal auch wieder in den Diskurs gehen. Ja, und es kann auch sein im Plenum, wenn es passt, dass die Sprecher der Gruppe sich dann per Audiokanal noch beteiligen. Ja, und jetzt letzte Foliensatz und dann kommen wir zum, sind wir fertig. Ist dann noch einfach eine Checkliste, wenn Sie vorbereiten, die verrutschen ein bisschen die Folien, tut mir leid, Zeitplan machen, Aktivierung einplanen, Plan B und natürlich die Technik vorher üben, üben, dass Sie sich einigermaßen sicher fühlen. Diese Pods durchklicken, falls Sie Adobe nutzen. Pod ist zum Beispiel Abstimmung oder Chat. Sich die Layouts anlegen, das sind diese verschiedenen Optiken. Oder jemand dabei haben, der dann hilft oder mit Ihnen übt. Die Folien rechtzeitig hochladen. Markus Schmidt ist immer nervös, wenn wir mit den Folien so spät kommen. Hier sehe ich auch, die sind verschoben. Das ist manchmal ganz gut, die als PDF hochzuladen. Dann während der Durchführung Tempo raus. Wenn Sie merken, oh, ich werde total hektisch, kann sein, dass Sie mal runterkommen. Direkte Ansprache, immer wieder in Kontakt gehen. Und hinterher die Folien vielleicht ins Netz, wenn die nicht vorher schon da sind. Vielleicht haben Sie was ergänzt, verändert. Die Fragen beantworten jetzt, was wir jetzt gleich machen werden. Und eventuell natürlich auch die Fragen dann im Forum. Beziehungsweise eventuell gibt es ja den Übergang in der Selbstlernphase, wo dann der Transfer, die Aktivierung und die Übung da stattfinden. Ja, das noch die Planungstabelle. Dann hier etwas erweitert. Mit den Spalten 6, 7, 8, das wäre noch für die, die Adobe Connect nutzen. Ich weiß nicht, wie gut Sie sehen können. Da können Sie sogar bis hin zu, Sie planen, wie Sie die Layouts nennen in Adobe Connect oder in anderen Tools und Pods. Das wäre jetzt für die Adobe Connect Nutzer 6 und 7. Und Sie können dann noch hinten Lessons Learned in 8. Würde ich nie wieder machen oder lief gut oder muss ich beim nächsten Mal so machen. Mein Tipp wäre das sehr direkt nach der Session dann auch zu machen.